Guck, Morgenjungs und andere, die mich leiden sehen und fragen, warum ich weitermache. Keine Ahnung, Digga, ich bin einfach hier am Existieren. Anyway, genießt meine starken Schmerzen im RP und falls euch das RP nicht gefällt und ihr angepinkelte RP-Menschen sehen wollt, dann checkt einfach die Timestamps ab, RP. Wie immer, nicht vergessen zu liken und ein Abo natürlich dazulassen und natürlich Goofy A. Gurke zu kommentieren. Sonst drücke ich demnächst eine Gurke unter dein Kopfkissen, bis du hoffst, dass die Scheiß für den 1 Euro drunter legt. Jungs, ihr seht schon, ich joine schon Sin City was a media. Denn ich bin zu hyped dafür. Ich konnte nicht warten. Meine Finger. Nein, Spaß, ich bin draufgekommen. Anyway, ist ja auch passiert. Ist ja jetzt okay. Lerne es fließen zu lassen, als wäre ich Wasser. Sin City ist so scheiße, dass 5M einfach einen Kollaps kriegt. Welcher Server dann? Ich meine, Storytime muss ich bestimmt noch meine tote Zeit absetzen. Dass die mich auch noch nicht gebannt haben. Eigentlich habe ich so viel Scheiße schon auf deren Server gemacht. 13 Minuten, eine Viertelstunde muss ich allein schon warten. Tja, vielleicht kommt ja auch ein Medic. Ist ja eine relativ gute Stelle eigentlich. 10 Minuten, Digga, da bin ich ja. Nee. Ist ein Zeichen, Storytime ist es nicht. Oh, Pech. Dann ist es Renegade. Ich habe einfach Bock drauf, was soll ich sagen? Voro? Warte mal, was ist denn Voro? Hosting wird verstanden, ach, das ist der Host. Geil, Qualitätsserver. Was? What the fuck? Ich habe einen Notruf gerufen, ansonsten 10 Minuten. Was habe ich abgebrochen? Nein, ich wollte es nicht abbrechen. Ich habe. Niemand hat mir gesagt, rechtsklickes abbrechen. Ich bin schwer verletzt und habe eigentlich schon den Kampf aufgegeben. Aber diese Männer haben es nicht. Schafft ihr das in unter 5 Minuten? Ihr müsst einfach nur mich anklicken, Jungs. Es ist nicht so schwer. Nee, ich habe keinen Syphilis. Keine Sorge. Kannst mich ruhig anfassen ohne Bedenken. Ja, du hast selbst Handschuhe an. Das machen die doch alle mittlerweile mit Absicht, dass sie extra an diese Stelle gehen hier. Schönen guten Tag. Ah, ich muss gestolpert sein. Dann nochmal schnell in Behandlung. Gut aussehender junger Mann mit einer guten Berufszukunft, ne? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ist da unten irgendwas oder was? Wenn sie das Pflaster vom Boden aufheben, so ein verdrecktes, hatten sie keins dabei. Eine wunderschöne Tasche dabei. Mit welchem Design wollen sie es denn haben? Gibt's denn Hello Kitty Pflaster? Ja, wir haben Hello Kitty. Wir haben auch ein High-Design. Ah, nee, Hello Kitty. Ist King. Da haben wir jetzt einmal das Hello Kitty Pflaster. Einfach einmal auf die Hüfte, danke. Bisschen, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Da wird in 2 Minuten sowieso neu gestartet. Ja, 18 Uhr natürlich, da restarten die meisten Server, ist irgendwie logisch. Ich glaube, das ist nicht gut für die Lungen, oder wenn ich das mache. Ey, meine Krücke ist entfernt worden und ich habe keine Füße. Junge, du siehst aus wie mein linker Zehfuß, Junge. Taxi, komm her. Taxifahrer ist auf dem Weg. Ah, was ein Zufall. Du hier, Frederik? Aber das ist schön, dass du fragst, Frederik. Möchte actually gehen. Machst du super, Frederik. Langsam und vorsichtig. Du möchtest einen Fahrer haben. Wow, du fährst mich nicht mehr rein. Ah! Okay, ich wusste nicht, dass sie einfach direkt ohne auf mich abzu... Ah. Ich bin nicht mit Leute an. Was passiert, wenn du dich... Leg dich nicht mit Midnight an! Digga, das kann nicht wahr sein, ey. Ganz knapp daneben! Ja, das ist wieder dasselbe. Ja, mein Bester. Ja, ich weiß auch nicht, was heute ist. Da kamen 2 Leute aus dem Parkplatz und haben mich direkt einfach angefahren. Ah, jetzt geben sie mir noch einen auf die Fresse. Das war unangenehm. Natürlich. Sie müssen... Ah, ey, du Schwanzlecker. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Digga, hat die Polizei gerufen und die sind halt machtlos, weil die einfach angefahren werden. Das kann nicht wahr sein. 5M ist ein Fiebertraum. Dieser Server ist ein einziger Fiebertraum. Ich sage euch ehrlich. Oh, der ist der einzige im Dealer im Funk. Was eine Scheiße, Alter. Was ist denn mit dem hier? Me? Werft euch den mal über, wir nehmen den mit. Ja, Bruder, du drückst jetzt hier deinen Haarmuskel. Ich kann nicht! Dann drück D / AI Medic. Ist nur von 1 bis 12 im Dienst. Oh, danke schön. Ich hab doch nicht jetzt so lange gewartet, um am Ende nur einen Krückstock zu haben, um mich so fortbewegen zu können. Sad. Der Server ist kacke, ich sterbe alle nur 5 Sekunden. Ja, gleich hast du's. Oh, dankeschön. Geht's Ihnen gut? Ja, halb so weg. Das ist schon das 5. Mal, dass ich heute angefahren wurde, hintereinander in 5 Minuten. Entschuldigung. Der Server ist es nicht. Ich habe gerade all die Zeit durchgemacht für einen Server, der es nicht ist. Ich habe starke Schmerzen. Meine Scheiße wird mich ausmerzen. Date V, da wollte ich drauf. Let's go. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn jetzt, Digga? Red Bug of Header-Fehler. Nicht gut. Ich will heute nochmal ein Peace gucken. Ja, aber auf einmal geht's. Leck mich, Digga. Ich schwör bei Gott, ich gehe auf euren Server und zerfetz euch alle. Vorname Henry, Nachname deine fette Mutter. Okay. Henry Leberfleck. Mach mir mal einen kleinen Unterschied. Da, zack, nehme ich mal frische Freezer, Digga. Juckt mich auch nicht mehr. Wenn der Fukuila nicht mal da ist und mich zu jucken, Digga, dann weißt du, dass ernst ist. Warte, kann ich da hinten einfach raus? Kann ich einfach rausspazieren? Bitte sag es. Ja! Ich bin frei! Vermietung, Ballista oder IBM X-Rad. Auf die Karte.
Yeah. Okay, also Hände bleiben erstmal oben. Ich fahre jetzt erstmal ohne Hand ab Steuer. Was glaubt ihr, mit was ich das dann kontrolliere, hä? Was glaubt ihr wohl, ihr widerlichen Dreckschweine? Natürlich mit meinem Gedanken. Maybe I don't understand this. Ich hab nur noch Scheiße in meinen Augen stehen. Running home for depression. Ein Wagen. Ja, ist das meine Karre? Übrigens etwas, was mir geschenkt wurde. Das an der Welt rauslassen. Das ist mein einziges Motto. Ah, guten Tag. Ich wollte einen Unfall melden. Ja, wo, wie, was? Erzähl dir. Also, es war ganz schlimm auf der Autobahn. Da war ein verrückter Irrer. Der ist, ich weiß nicht, mit so einem weißen Ferrari-artigen Auto gefahren. Und der hatte so zwei Streifen drüber. Und er hat einfach zwei Menschen umgebracht. Und ich musste sie da liegen lassen, weil es war nichts mehr, was ich tun kann. Okay, haben Sie die Rettung angerufen? Nein, sehe ich so aus, als ob ich das mache. Wissen wir Bescheid. Wir schicken ihn hin. Gehen Sie nicht hin? Ich habe gerade Innendienst, aber ich schicke eine Streife hin. Ah, Sie haben Innendienst, verstehe. Also, ich muss schon sagen, das ist echt eine schicke Bude. Gehen Sie bitte raus. Können Sie mich ein bisschen rumführen? Nee. Okay, ja gut, das verstehe ich natürlich absolut gar nicht, aber ist okay, ich gehe schon raus. Schönen Tag noch. Guten Tag, Entschuldigung. Hey, yo, Homie, steig mal rein. Das ist perfekt, weil ich brauche immer gerade eine, der mich irgendwie ein bisschen mitnimmt, wisst ihr? Alles gut, mein Lieber. Hey, hallo? Ah! Warum? Da seid ihr wieder. Ich bin einfach rausgefallen, ich weiß, es ist undicht. Nimm mal Flossen, Okay. Komm rein, mit mir, Mann. Hey. Okay. Du wirst mich kriegen, aber niemals meine Moves. Okay, habe ich irgendwas getan? Oh. Alles gut, einfach mitmachen. Okay, wenn das so eine großzügige Frau sagt wie sie. Entschuldigung, ich weiß nicht, aber du hast eine zweite Person in dir. Der halt aus deinen Löchern, wie ein Baby, das in dir in deinem Bauch schreit und das halt so aus den Löchern raus. Casablanca Macarona, ich bin da. Ey, wenn das nicht meine zwei Lieblingsjungs sind. Wann müssen wir Gasmaske aufziehen jetzt? Krieg ich auch ein bisschen Gasmaske? Also, ey, du hast mir meine Seile genommen. Sir, das war nicht Teil der Vereinbarung. Warum nehmen Sie mir die Seile? Trink. Ich trinke. Die hat mir nicht wirklich was gegeben. Ich glaube, das ist der ein bisschen zurückgeblieben von der Truppe, oder? Er hat mir nur seinen Finger entgegengestreckt und gedacht, ich trinke, aber ich weiß nicht genau, was daran trinken sein soll, wenn mir ein Finger entgegenstreckt. Ey, der hat ja ein Geheimratseck. Ich bin doch viel mehr wert als wie dieser Mann. Ey, was geht? Ist das ein Touri oder was? Er hat die Nike-Tasche, Digga. Premium-Geisel hier. Für mich verlangt ihr das Doppelte. Das gehe ich hier nicht raus. Oh, halt's Maul, gleich rasiere ich dich noch weiter am Kopf, dann hast du eine Glatze. Entschuldigung, Mr. Rote Hose. Ich weiß, könnt ihr alle sein, aber du rechst neben mir mit dem Trinken und so. Wenn du mich noch lebend irgendwie rausbringen willst, solltest du mir langsam ein bisschen so einen Sip geben. Ja, aber du hast schon getrunken, ja. Digga, du hast mir deinen Finger entgegengestreckt und hier, du trinkst jetzt gesagt. Ich weiß nicht, ich dachte, du wärst actually ein bisschen zurückgeblieben. Ja, ich weiß, das ist deine schallende Frau da links. Redet nicht, außer wenn es zwei Leute gleichzeitig aus ihrem Mund sagen. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Weil einer neben mir sitzt. Meinst du im Kopf? Okay, also dann schizophren. Wir haben beide Geiseln. Geht's ein bisschen leiser da hinten, ihr gebt mir voll auf den Sack. Alte Fresse, da war ich die F*** auf den Guck mal, ich muss hier die Moves auslegen. Pass auf, wir machen das ganz einfach und simpel, jo. Hampelmann. Halt die Fresse, du Hund. Wer quatscht denn hier? Der Hampelmann mit der Kapuze. Ich bin das gar nicht. Das ist der vor mir, ich schwöre es. Nein, ich setze die Frau anschauen, ich mag sie nicht anschauen. Ah! Gib ihm einmal ein bisschen. Wenn er nicht hört. Geht's doch noch um mein Leben oder jetzt um den Sex? Gib dir mal ein Dildo in Arsch. Kannst du jetzt bitte leise sein? Hey, könntest du die Stimme in deinen Kopf auch leiser machen, hier, du Schnöpfe? Du hast kein Rederecht. Du hast kein Frauenrecht. Was ist denn der Typ? Komm mal her, mein Süßer. Nein, das passt schon so. Ich mag's, wenn eine starke, unabhängige Frau mich trägt. Ich zieh dir mal deinen Pullover aus. Nein, der ist mir wichtig. Oh. Kollege. Das, Officer, die geben mir nichts zu trinken. Ich hab Durst. Der darf was trinken. Darf ich? Ja, komm mit. Dankeschön. Ich hatte schon die ganze Zeit Durst. Es ging hier nur meine Pepsi. Du brüllst jetzt ganz laut. Oh nein, tun sie es nicht. Aua, oh, sonst stirbst du. Und du kriegst nichts zu trinken. Ah, bitte nicht! Nicht die Wasserflasche! Ah, was ist das Gummiding da? Warum bewegt er sich so flaccid? Oh ja. Jetzt kannst du was trinken. Dankeschön. Ne? Nachdem ich dir die Trinkflasche in den Arsch hier schon mal habe. So schmeckt sie auch wenigstens hier. Oh, gute Buddel. Und dann dreh ich mal wieder um. Natürlich die obligatorischen Fesseln, natürlich. Oh, die tun gut. Soll meine Trinkflasche in deinen Arsch haben, oder was? Wer sagt, dass es mir nicht gefallen hat? Hilfe, der Mann. Jungs, wir haben keine Chance gegen euch. Hey Jungs, ich sehe, dass euer Streifenwagen sich positioniert zum Verfolgen. Solltet ihr uns hinterherfahren, werden wir sofort den Beschuss eröffnen, ja? Was passiert jetzt mit mir, Officer? Nehmen Sie mir bitte die Fesseln ab, die drücken ziemlich hart. Ich muss sie noch einmal durchsuchen. Das ist ja echt schön, also wow. Die haben mich nicht mal gefragt, ob es mir gut geht. Also geht's Ihnen gut? Ja, danke der Nachfrage. Endlich macht das mal jemand hier. Ich habe ein ziemlich krasses Trauma davon getragen. Hätten Sie eventuell 5 Minuten mir zuhören, weil ich habe schlimme Schmerzen, emotional gesehen. Also 5 Minuten hätte ich gerade leider keine Zeit. 5 Minuten für einen Mann, der kurz davor steht, sich was anzutun, das hat doch jeder. Bin ich
ich nicht für zuständig. Natürlich sind sie dafür zuständig. Freund und Helfer. Also gerade werden meine Kollegen angeschossen, da muss ich auch noch hin. Wissen Sie, die Kollegen, die schaffen das, ihrem Schutzwissen. Aber ich, meine Schutzwissen innen drin, sie ist zerrissen. Ich kann da nicht viel helfen. Der Freund und Helfer kann nicht helfen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Meine Kollegen stehen gerade unter Beschuss, also soll ich denen jetzt nicht helfen oder was? Nein, sie sollen mir helfen. Ich bin dafür zuständig, sie zu helfen. Dann müssen sie zum Psychologen. Sie müssen mal wirklich lernen, wie ihr Job geht, wissen Sie, Freund und Helfer, also mein Arsch, also das hätte ich ja locker schaffen, also wirklich. Wenn sie das schaffen würden, dann können sie sich ja gerne bewerben. So, ups, das tut mir leid. Können Sie das bitte unterlassen? Sie müssen mich aber tragen. Warte, wie geht das? So wie Sie mich gerade getragen haben. Das wollte ich nicht, das ist irgendwie aus Versehen passiert. T-Muskel/Carry. T-Muskel. Was ist ein T-Muskel? So, dann können Sie das ja jetzt einmal machen. Hä? T-Muskel. Also bei mir funktioniert das nicht irgendwie. Warte, können Sie mich mal loslassen oder bin ich ab sofort wirklich Ihr Leberfleck? Also wenn ich Sie ja jetzt loslasse, dann passiert sowas. Also kann ich da einfach nicht losrennen oder so? Sie müssen dann einmal Powernappen gehen. Was ist denn ein Powernap daher? Sie wissen nicht, was ein Powernap ist. Nein, ich bin sehr neu. Gut, dann betätigen Sie mal den F8-Muskel. F8-Muskel. Leuchtet mir jetzt nicht ganz ein, sag ich dir ehrlich. Ihren Muskel, F8. Leg ich nicht durch, sorry. Und der Powernap verstehe ich. Und über ordentliches Sprechen verstehe ich ordentlich laut sprechen. Was ist denn das für eine leise Scheiße? Also, Sie können jetzt einmal kurz schlafen gehen und dann wieder aufwachen. Aber was bringt mich jetzt einzuschlafen? Ich hänge ja da immer noch über Ihre Schulter. Nein, wenn Sie jetzt einmal einschlafen und wieder aufstehen, dann nicht. Ich glaube, in deinem Game funktioniert das nicht richtig. Ich schlafe doch. Gut, dann kann ich Ihnen noch anders helfen. Machen Sie mal den Escape-Muskel. Wie geht denn das? Komm, verarschen Sie mich jetzt nicht, Alter, komm. Kollege, ich verarsche dich nicht. Wie geht denn der? Ja, natürlich. Tut mir leid, ich habe Ihnen gesagt, ich bin neu. Sind Sie irgendwie sehr, sehr intolerant zu neuen Leuten also, oder was soll ich da verstehen? Du weißt, was ein Escape-Muskel ist. Das ist nicht nur hier. Das ist sehr diskriminierend, das anzunehmen. Also ich verstehe nicht, wie man so einen Menschen bei der Polizei arbeiten lassen kann, Digga. Ich will doch nur ein bisschen Hilfe und das alles, was du mir irgendwie sagst, sind irgendwie nicht hilfreich. Tops, beim nächsten Mal haltet euch dran, ne? Ich hab's euch gesagt. Ja, also er hat schon gut reden. Ich meine, ihr musstet die bezahlen, nur sind wir davon gekommen und so. Unsere Polizisten sind nicht die kompetentesten hier. Also wollen Sie jetzt hier irgendwie... Einschlafen? Ja, ich kann hier ruhig schlafen, das ist ja, kein Stress. Ich mach das ganz anders. Okay. Kollege. Aber sie liegen jetzt einfach so komisch. Ich habe das Gefühl, ich könnte ihnen noch helfen, aber sie müssen es mir nur erklären, wissen Sie? Nee, mein Kollege kann... Warte, ich probiere nochmal. So, jetzt noch einmal. Okay, warte, welcher Knopf war das jetzt? Kollege, ich weiß das ehrlich gesagt wirklich nicht. Was soll ich dir sagen? Ah gut, dann musst du dich wahrscheinlich so weiter fortbewegen. Ich glaube, der ist hingefallen. Hallo? Oh, das tut mir leid. Ich wollte das ein Problem nur lösen, wie Sie sehen. Jetzt habe ich es rausgefunden. Ja, danke. Okay, tut mir leid. Was ist denn sein... Was ist denn jetzt schon wieder? Tja, Kollege, das sind nur noch wir zwei, ne? Wo sind die anderen hier? Die anderen sind alle losgefahren. Oh, der eine ist hingefallen. Kommen Sie mit? Ja, genau, kommen Sie mal mit. Also, meinen Sie mich auch? Sie nicht. Ah. Sie nicht, habe ich doch gesagt. Der den Rucksack anhand, der soll bitte einsteigen. Das ist der Unterschied zu mir, warum Sie mich nicht widmen wollen. Ich war doch nett. Ah, an sich spricht er erstmal nichts dagegen, aber er hat sich drum gesehen. Er weiß nicht, was Sie jetzt hier die ganze Zeit veranstalten. Ich veranstalte hier absolut gar nicht. Ich möchte auch einfach nur zu einer Garage, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt rennt er weg. Wir haben ihn Angst eingejagt. Fahren wir mal zur Garage. Dankeschön. Alles klar, ne? Trotzdem gute Arbeit, ich lebe. Dankeschön. Okay, heute war eventuell eine sehr harte Aufnahme für mich. Wenn euch trotzdem das Ganze gefallen hätte, natürlich trotzdem fett Ehre, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Like und Abo. Tschüss. Du bist einfach hart. Du bist so hart, wie die fucking Jesus Boxers.